Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit Alexander. Und Alexander ist 27. Guten Morgen, Alexander. Hallo? Hallo, ja, alles hier. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Ja, mit leichter Verzögerung. Und zwar wollte ich eine ungewöhnliche Geschichte erzählen. Sehr gerne, wir hören. Und zwar, meine Freundin und ich sind seit 1,5 Jahren zusammen. Ja. Und eines Tages war noch am Schlafen, war ich, und sie ging auf Toilette, sagte zu mir: Schatz, ich gehe auf Toilette Pipi machen. Pipi machen. Ja, genau. Ja. Und ich war noch schön tief fest am Schlafen, aber schreit sie ganz laut: Schatz, Schatz, Schatz. Ich so: Was ist los? Und sie so: Das Kind. Ich so: Was für ein Kind? Ja, das Kind ist in der Toilette drin. Ich so: Wollt mich veräppeln, so ein verfrühter April-Schatz, wollt ihr mit mir machen? Und das war am 23. Februar war das. Also ihr wart kinderlos? Kinderlos, ja, ja. Es wusste keiner, dass sie schwanger war. Sie hatte keinen Bauch gehabt. Sie hat jeden Monat immer ihre Regel bekommen. Wie? Moment jetzt. Und sie ist auf die Toilette gegangen, um Pipi zu machen. Und dann schrie sie das Kind. Was war passiert? Ja, sie ging auf Toilette, sagt zu mir: Ich muss mal auf Toilette. Ja. Ich so: Ja, okay, mach das. Und dann 2-3 Minuten später rief sie: Schatz, Schatz. Ich so: Was ist los? Komm schnell ins Badezimmer, das Kind. Ich so: Was für ein Kind? Okay, soweit waren wir schon. Was war denn dann passiert? Ja, ich bin dann aufgestanden, ging ins Badezimmer, aber lag das Kind in der Toilette drin. Nein. Ich so: wo hast du das jetzt hergezaubert? Moment mal, deine Partnerin war schwanger gewesen, die hätte es nicht bemerkt. Nein, sie hat es nicht bemerkt. Sie hat nicht bemerkt. Ich habe auch nichts bemerkt. Setzt sich aufs Klo und will Pipi machen und da flutscht das Kind ins Klo rein? Ja, genau, beim Pipi machen. Das ist ja unfassbar. Jetzt ist das Kind in das Klo geflutscht. Da war die Nabelschnur ja noch. Wie ging das denn? Ja, klar, die Nabelschnur war noch dran, da konnte ja keiner was machen. Und ich habe mich auch nicht getraut, die Nabelschnur durchzuschneiden, weil ich war so erstmal schockiert war ich. Und dann bin ich erstmal zwei, drei Minuten durch die Wohnung hin und her gelaufen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und meine Freundin saß breitbeinig, sage ich mal auf Deutsch, über die Toilette und das Kind im Toilettenwasser drin. Jetzt muss ich mal fragen, habt ihr ein Tiefspülklosett oder so ein Klosett? Oder, also, wo war der Kopf denn des Kindes? Das war in den Toilettenwasser drin. Ja, also das Kopf, ich bin ganz verwirrt, der Kopf lag im Wasser. Genau, im Toilettenwasser. Wie war das denn dann mit dem Atmen des Kindes? Ja, ich habe zu meiner Freundin gesagt: heb den Kopf ein bisschen hoch, damit das Kind atmen kann. Ja, und dann hat sie gemacht. Und dann sofort Notarzt gerufen, alles, dies und das. Das Kind hat erst gar nicht geschrien, gar nichts, kein Muckzeichen. Dann hinterher, wo die Notärzte kamen, da fing das Kind schon an zu schreien. Da haben die Notärzte schon gesagt: Wenn es schreit, ist alles okay. Als die Notärzte kamen, lag das arme Kind aber immer noch im Klo. Ja, klar, es konnte ja keiner was machen. Meine Freundin, die Nabelschnur war noch dran, alles. Und die Nabelschnur ist dann durchgeschnitten worden, gelöst worden von den Notärzten? Genau. Und die haben dann auch das Kind aus dem Klo genommen? Genau. Das ist ja eine Geschichte. Das ist ja unfassbar. Und meine Freundin, die hatte keine Wehen gehabt, nichts gehabt, hinterher, wo das Kind draußen war. Da kamen die Wehen auf einmal. Wie lange dauerte das denn, bis die Ärzte dann kamen? 5 Minuten waren sie hier.
Da lag der arme Wurm lag dann 5 Minuten in dem kalten Klowasser. Genau. Ist denn alles gut gegangen? Alles kerngesund. 3 Monate jetzt, wird 4. Ja. Alle beide kerngesund, wohlauf. Das ist ja eine unfassbare Geschichte. Also ich habe das schon einige Mal gehört, dass Frauen das nicht merken, dass sie schwanger sind. Was mich immer sehr wundert, aber offensichtlich scheint es sowas zu geben. Wie war das denn bei deiner Frau? Hat die denn nicht irgendwie gemerkt, dass sie dicker wurde oder irgendwas Besonderes bemerkt? Nein, gar nichts. Die sah immer so aus wie vorher. Kein Bauch gab nichts. Ich höre gerade, Alexander, wir haben ein Bild von euch. Ja. Ah, da ist die junge Familie. Das bist du im Hintergrund. Dann der Wonneproppen vorne. Genau, und, das sind die beiden. Und die stolze Mutter in der Mitte. Genau. Hör mal, das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. Wenn ihr das... Ist ein Mädel, ne? Ist ein Mädchen, ja. Genau. Emily. wenn ihr das Emily mal erzählt, sie ist ins Klo geflutscht während der Geburt. Das ist ja lustig. Die wird dann wahrscheinlich auch denken, was denn hier passiert. Aber nochmal zu der Frau, muss ich nochmal fragen, sie hat nichts gemerkt. Das kann man jetzt hier nicht so sehen. Ist deine Freundin ein bisschen fülliger? Die ist ein bisschen pummeliger, ist die, ja klar. Lag das Kind denn irgendwie anders im Bauch als normalerweise? Wie gesagt, sie hatte keinen Bauch gehabt, nichts. Man hat auch nichts gemerkt, dass sich das Kind bewegt hat im Bauch oder so, gar nichts. Sie hat immer wieder ihre Regel bekommen und dann kam es einfach mal so raus beim Pipi machen. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar. Und ich war noch am Schlafen. Ich denke, das war ja im Februar und ich hab zu dir aus Spaß gesagt, man willst mich verarschen, ist ein verfrühter April-Scherz oder so. Ja, wenn man zur Toilette geht und man kommt mit dem Kind zurück. Ja. Ja. Also erst war ich geschockt, natürlich ein paar Minuten. Ihr hattet dann ja auch gar nichts vorbereitet, was man so bei Eltern mitbekommt, wenn eine Schwangerschaft im Gange ist, was die dann alles machen und vorbereiten und kaufen und sich informieren. Ihr seid dann von null ins kalte Wasser gefahren. Wir hatten kein Kinderbett, keine Anziehsachen, nichts hatten wir. Konnten wir nicht darauf vorbereiten. Wie ging das denn dann weiter, Alexander? Die Notärzte waren da. Ist denn Mutter und Kind, sind beide denn dann erstmal ins Krankenhaus gekommen? Die Notärzte haben sie erstmal alle beide hier untersucht. Also das Kind und meine Freundin. Dann sind sie natürlich ins Krankenhaus gebracht worden. Mhm. Und ich hatte kein Ticket. So, und da hab ich mich gefragt, wie kommst du jetzt in die Klinik hin? Du hattest kein Ticket? Ich hatte kein Ticket, nein. Also keinen Fahrschein? Genau, für die Bahn. Ja. Und da dachte ich mir, wie kommst du jetzt hinterher zur Klinik? Weil ich durfte ja nicht mitfahren mit der Bahn, mit dem Krankenwagen. Weil ich ja nicht verwandt bin mit dir. Ach so, du bist nicht verwandt und dann darf man nicht mitfahren im Krankenwagen? Nein, nein. Ach du lieber Gott, aber du warst ja nur der Vater. Aber egal, wie bist du dann da hingekommen? Ja, wie gesagt, ich habe mir erst gedacht, wie kommt es ins Krankenhaus? Was machst du jetzt? War auch keiner da, der mir irgendwie hinfahren kann oder so. Und da habe ich mir gedacht, komm, bist du Bahn, fährst du schwarz. Entschuldigung, ich will das nicht verharmlosen. Ich will schwarz fahren, nicht verharmlosen, indem ich lache, aber es ist eine verrückte Geschichte. Du bist schwarz gefahren. Ich bin schwarz gefahren, aber ich bin auch heile angekommen und heile auch wieder zurück. Also ich bin nicht erwischt worden. Vielleicht hätte der gestrenge Aufseher ein Auge zugedrückt, wenn du ihm die Geschichte erzählt hättest. Aber ich glaube, der hätte die Geschichte gar nicht geglaubt. Nee, glaube ich auch nicht. Der hätte gedacht, du verarschst ihn. Ja. Wenn ihr jetzt alles so Revue passieren lasst, ist das nicht ein bisschen schräg oder gar gruselig, was da passiert ist? Für mich auf den ersten Blick war es gruselig, wenn ich das gesehen habe, wo das Kind in der Toilette lag. Da habe ich erst gedacht, das kann nicht wahr sein. Du bist im falschen Traum oder so. Ja, genau, du hättest ja auch noch träumen können. Das war ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber hinterher, nach ein paar Minuten, da habe ich es realisiert und da war mir klar, okay, das Kind ist da, ist gesund, das freut mich auf einmal. Ich meine, du warst jetzt nur der Vater und warst ein bisschen außen vor. Wie hat denn deine Partnerin das verarbeitet? Wie hat die das aufgenommen? Naja, die war auch erst schockiert. Die hat geweint. Erst vor Schock und dann vor Freude. Wie lange waren die beiden im Krankenhaus? Eine Woche waren sie. Ach doch, so lange.
Und da wurde alles. Eine Woche. Aber meine Freundin kann jetzt tatsächlich bei mir wohnen, weil ich nur ein Zimmer-Apartment habe. Mhm. Die ist jetzt zurzeit im Mutter-Kind-Heim, ist die. Ah. Aber ich brauche eine größere Wohnung. Aber ihr plant schon, dann zusammenzuleben. Genau. Ja. Und wir wollen auf jeden Fall zusammenziehen. Ja. Aber da ich nur ein Zimmerwohnung habe, wohnen Schlafraum hier. Verstehe, da muss. Ist ein bisschen zu klein. Das ist ein bisschen klein. Alexander, das ist eine Hammer-Story, ist das. Völlig verrückt. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Wenn du das so im Verwandten- oder Freundeskreis erzählst, wie reagieren die Leute darauf? Also ich habe das meinem Cousin erzählt, mein Bruder, mein Nachbar und Freund. Und die haben auch gesagt, das ist unfassbar. Wie sieht's aus mit Eltern und Schwiegereltern? Gibt es da Kontakt? Also Mutter habe ich nicht mehr, die ist leider im August gestorben letztes Jahr. Mhm. Ja, das, wie gesagt, habe ich nur meinen Bruder hier. Mhm. Schwiegereltern also, habe ich noch nicht, aber ich bin noch nicht verheiratet. Na gut, aber die Eltern deiner Freundin, was die sagen? Die wissen das auch, die waren auch erst schockiert. Ja, weil natürlich noch niemand so eine Geschichte gehört hat. Ja, so kann das gehen. Hat deine Freundin das denn hinterher mal erklärt? Sie sitzt da auf dem Klo und will strullen? Das fällt doch nicht so einfach raus, das Kind. Die muss da irgendwie drücken oder wie war das? Die hat nichts gemerkt. Nichts. Wie gesagt, ich war noch im Tiefschlaf, weich. Ja, das ist schon klar. Aber was hat deine Freundin denn erzählt? Flutschte das so von einer Sekunde raus? Na, ich hab sie gefragt, mal, wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Ja, ich war Pipi machen. Ja, das haben wir ja schon verstanden. Und da hat sie gesagt, ich habe nichts gemerkt. Das Kind lag auf einmal in der Toilette drin. Wahnsinn. Also, Mutter und Kind sind wohl auf. Der Vater Alexander ist guter Dinge. Ja. Und jetzt geht es darum, eine gute Wohnung zu finden und dass ihr dann gemeinsam dann auch als Familie miteinander leben könnt. Auf jeden Fall. Alexander, schöne Grüße an deine Liebste und euch dreien alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das ist ja Wahnsinn. Das habt ihr bestimmt auch noch nie gehört, sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei, mich hat das ja schon gewundert, vor vielen, vielen Jahren hatte ich die erste Anruferin, die nicht bemerkt hatte, dass sie schwanger ist. Das fand ich damals schon sehr, sehr ungewöhnlich und habe mir dann von einem Gynäkologen erklären lassen, dass das in der Tat, also nicht oft, aber ganz, ganz selten vorkommt, dass Frauen das nicht merken und dann plötzlich ein Kind kriegen. Aber dass es ins Klo fällt und bei dem Vorgang, das ist natürlich ganz, ganz irre. So, hier ist Christa. Christa ist 64. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen, Domian. Christa, hast du sowas schon mal gehört, was wir gerade gehört haben? Ja, doch, das habe ich schon gehört. Wie, mit ins Klo fallen? Ja. Och. Und die Geburten werden ja auch in Krankenhäusern in Badewannen gemacht. Ja gut, das ist ja was anderes. Da wissen die ja, dass die Frau schwanger ist. Ja, ja. Aber dass es ins Klo plumpst? Ja, das habe ich schon gehört. Ja, du bist ja doll informiert. Ich hatte es noch nicht gehört. Christa, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe meinen Mann seit 17 Jahren im Pflegeheim und ich möchte, dass er jetzt in Würde sterben kann. Seit 2 Jahren hat er auch eine Magensonde. Am 14. Mai bin ich bei ihm gewesen. Er kennt mich nicht mehr und er weiß auch von seinen Kindern nichts mehr. Er ist seit 17 Jahren im Pflegeheim. Das ja. Ist, wie alt ist er? 65. Und er sieht aus wie 93. Weswegen liegt er so lange im Pflegeheim? Ja, er hat einen Autounfall gehabt, er hat Epilepsie gehabt und 1998 im Oktober, da hat er so einen derben Anfall gehabt. Da habe ich ihn morgens stocksteif im Bett gefunden, ja, da habe ich einen Notarzt angerufen. Mhm. Und was war da passiert? Ja, er hat einen epileptischen Anfall gehabt und dann ist er nach Minden ins Krankenhaus gekommen. Ach so, als Folge des epileptischen Anfalls war das, ja. Epileptischen Anfalls, ah ja. Mhm. Und danach war er Pflegefall und musste in ein Pflegeheim gebracht werden. Und jetzt liegt er in Flotow oben auf dem Bonneberg. Seit 17 Jahren liegt er in einem Pflegeheim. Ja. Wie oft besuchst du ihn? Ich habe jetzt am 14. Mai zum 39. Hochzeitstag besucht, ja, und er kennt mich nicht mehr, er weiß nichts mehr von seinen Kindern. Wie oft besuchst du ihn denn? Ja, ich habe ihn jetzt vor 1,5 Jahren das letzte Mal gesehen, da hat er in Herford im Krankenhaus gelegen mit dem Hirninfarkt noch zusätzlich. Ach, du besuchst ihn gar nicht so oft? Nein, ich kann nicht. Ich habe selbst eine 90%ige Schwerbehinderung und es ist ein bisschen schwierig, da hinzukommen.
Ich muss mir ja immer ein Rollstuhltaxi nehmen. Wie weit wohnst du denn von dort entfernt? 25 Kilometer. Ja, okay, so, naja, so weit ist ja, es nicht. In Rothenuffeln. In Bad Rothenuffeln. Genau. Mhm. Und dann hast du ihn so lange nicht gesehen und warst jetzt im Mai dort? Ja, am 14. Mai, zum 39. Hochzeitstag war ich da. Wie, was für ein Bild hat sich dir gezeigt? Du sagst, der sah aus wie ein 93-Jähriger. Ja, der sah aus wie sein 93-jähriger Opa, wie der gestorben ist. Genauso sieht er auch aus. Und die Haut ist durchsichtig und durch die Magensonde, also das Zeug läuft da rein, als wenn es ausgekotzt ist. Also ich möchte, dass er in Würde sterben kann, aber seine Betreuerin, die informiert mich nicht. Wenn er ins Krankenhaus kommt, ich muss selber alle 14 Tage anrufen, um da was zu erfahren. Nochmal zu seinem geistigen Zustand. Wie ist der? Nee, gar nichts mehr. Da ist nichts mehr. Ja, hat er die Augen auf? Ja, er guckt auch noch Fernsehen. Fußballspiele guckt er sich an. Also, und das versteht er auch? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er davon noch begreift. Gibt er denn irgendein Signal, dass er das sehen will? Oder stellt man ihm einfach das Fernsehen an? Ich hatte ihm ja auch die Hand gehalten. Da habe ich gemerkt, wie der Herzschlag ging. Und er hat auch einen Hustenkrampf gekriegt. Da habe ich die Hand weggenommen, da wurde er ruhiger. Das heißt, du deutest daraus, der Herzschlag wurde schneller. Er hat dich erkannt und das war eine gewisse Erregung. Und er hat auch gehofft, dass ich sagen würde, lass mich in Ruhe sterben. Davon bist du überzeugt? Davon bin ich fest überzeugt. Warum bist du so fest davon überzeugt? Ich habe das selber schon einmal erlebt. Da bin ich ins Krankenhaus gekommen mit einer Nierenversagen und Blasenentzündung. Und da habe ich das weiße Licht gesehen. Und meine Mutter ist 87 gestorben nach einem Schlaganfall. Mein Bruder mit 31 nach einem Herzinfarkt. Und mein Vater 1993 auch nach einem Herzinfarkt. Okay, aber das sagt ja noch nicht aus, woher du weißt, dass er das will. Ich weiß es aber, weil er mir das gesagt hat. Wann hat er dir das gesagt? Jetzt am 14. Mai. Ich meine, er kann nichts mehr sagen. Nein, aber das Augenblinzeln und der Herzschlag und alles, es deutet darauf hin, dass er in Ruhe sterben möchte. Da bin ich fest von überzeugt. Ich tue mich so ein bisschen schwer, weil du ihn so selten besuchst. Und ja, ich habe mich von ihm verabschiedet und habe ihm gesagt, wenn du gehen willst, dann lass ich dich jetzt gehen. Ihr habt Kinder. Ja, zwei Kinder. Die älteste Tochter wohnt in Mönchengladbach mit ihrem Lebensgefährten. Die kriegt jetzt mit 35 das erste Kind. Und mein Sohn ist in Jülich und macht nächstes Jahr seinen Doktortitel in Physik. Wie oft besuchen die Kinder denn den Vater? Sibylle stand damals im Abitur. Sie sind einmal mit gewesen und da haben sie ihn in so einem desolaten Zustand in dem Heim vorgefunden. Erstmal war es auf dem Karfreitag. Das ganze Haus stank nach Urin. Wir haben uns nicht länger wie eine halbe Stunde aufgehalten. Und er hat auf dem Stuhl gesessen und nur gelallt. Er hat sich für die Kinder überhaupt nicht interessiert. Also Christa, da muss ich aber ehrlich sagen, dann finde ich es schlimm, dass ihr euch nicht um den Vater bzw. den Mann kümmert. Dass er aus diesem Heim, wo er offensichtlich nicht gut versorgt wird, dass er da verlegt wird. Er wird in dem Heim jetzt, wo die Heimleitung gewechselt hat, jetzt wird er gut versorgt. Aber nochmal die Frage, wie oft besuchen die Kinder ihn? Wir haben ihn nur einmal besucht und sie haben auch kein Interesse mehr dran, weil sie ihn ja gar nicht mehr kennen. Das ist, finde ich, eigentlich egal, ob man jemanden noch kennt. Das ist der Vater. Ja, sie haben ja gar keine Beziehung mehr dazu. Und 1990 ist auch was ganz Schlimmes passiert. Da war ich 3 Monate in Sennenhorst zu einer Operation. Da hat meine Tochter mir einen Brief geschrieben. Den habe ich gelesen, wie ich alleine war. Und das war ein katholisches Krankenhaus. Da hat meine 10-jährige Tochter meine Schwiegermutter und meinen Mann zusammen im Bett erwischt. Mhm. Und das hat Sibylle nie verkraftet, bis heute nicht. 17 Jahre im Pflegeheim und das heißt, in diesen 17 Jahren, ich frage das jetzt nochmal, haben die Kinder ihn einmal besucht, ne? Ein einziges Mal. Und da haben sie gesagt, da gehen wir nie wieder hin. Da stinkt es nach Urin, das können wir nicht verkraften.
Also, ich wiederhole nochmal, da hättet ihr Alarm schlagen müssen. Ja, ich schlage ja jedes Mal Alarm. Ja gut, aber jetzt sind 17 Jahre vergangen. Wie lange hat er denn damals in diesem Heim noch gelegen, in diesem schlimmen Heim? Bis vor ein paar Jahren so. Konnte er ja noch im Rollstuhl sitzen. Ja. Aber seit seinem 50. Geburtstag geht das nicht mehr. Jetzt liegt er nur noch und jetzt seit 2 Jahren die Magensonde. Also jetzt muss ich wissen, jetzt frage ich was Provokatives, Christa. Ihr habt euch so nicht so sehr viel um den Mann gekümmert. Da bin ich noch öfter hingefahren. Okay, aber dennoch, wieso willst du jetzt unbedingt die Entscheidung, dass er sterben soll? Warum kümmerst du dich jetzt in dieser Hinsicht um ihn? Weil ich das Elend für ihn nicht mehr ertragen kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Betreuerin, die will nur an das Erbe ran, die will an das Geld ran, was da jetzt vorhanden ist. Er hat das ganze Haus geerbt. Jetzt ist das dritte Grundstück auch verkauft worden. Ich war heute bei meiner Betreuerin, die Dame ist Rechtsanwältin. Und ich werde jetzt auch noch mal ein drittes Mal umziehen, weil in diesen Häusern von der Diakonie, da habe ich auch wieder den Schwarzschimmel und das ist für mein Herz und für mich auch nicht gut. Okay, das ist noch ein anderes Thema. Wieso hat er eine Betreuerin, wo du die Ehefrau bist? Ja, das ist vom Gericht her zwangsangeordnet worden. Mhm. Das heißt, ihr habt weder eine Vorsorgevollmacht noch eine Patientenverfügung. Nein, wir haben doch mit 48, hat doch kein Mensch drüber nachgedacht, dass sowas passieren könnte. Ja. Er hat doch 32 Jahre in Minden bei Melitta gearbeitet. Okay, die Familie versorgt. Ja, aber mit 48, man muss an das immer denken, sogar wenn man 18 ist. Ja, ich weiß, für mich werde ich es auch erledigen und ich werde auch einen Organspendeausweis mehr anschaffen. Dann hast du... Also dein Wunsch vielleicht ist dein Wunsch sehr, sehr begründet und richtig, dass er endlich sterben soll. Sterben kann, genau. Nur hast du keine Handhabe. Die Betreuerin entscheidet das zusammen mit den Ärzten, was gemacht werden soll. Ich habe jetzt vor, dem Amtsrichter in Önhausen anzuschreiben, vor 2 Jahren musste ich auch mit Herberts Betreuerin und meiner Betreuerin vor Gericht gehen, um die 310 Euro Grundsicherung für mich zu kriegen. Ich kriege ja im Moment nur 555 Euro Rente. Mhm. Okay, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ja, ja. Ein anderes Thema. Es geht darum, dass ich glaube, so ernsthaft dein Wunsch auch sein mag, dass du keine rechtliche Handhabe hast, zu sagen, wir nehmen die Magensonde raus. Ja, ja, das ist mir klar. Mhm. Ich kann jetzt nur abwarten, bis er dann einschläft, dass das Herz dann nicht mehr mitmacht. Mhm. In der Tat finde ich auch, dass das ein großes Problem ist bei irreparabel schwerst erkrankten Menschen, wenn man sie mit Magensonden versorgt und sie nicht in Würde sterben lässt. Das finde ich in vielen Fällen auch ein großes Problem. Als es die Magensonden noch nicht gab, sind die Menschen wirklich dann eines natürlichen Todes gestorben und jetzt werden sie quasi künstlich am Leben erhalten. Ja, ja. Und meine Schwiegermutter ist 2010 gestorben, da wollten die Ärzte, die war 93, da wollten auch die Ärzte noch eine Magensonde legen und da haben die Kinder und die Mutter haben gesagt, sie möchte das nicht. Mhm. Da haben sie Sterbeverfügung noch gemacht. Ja, also wir lernen jetzt aus deiner Geschichte auch, dass alle Leute etwas Schriftliches festlegen sollten, sowohl jung als auch alte Leute, denn es kann jeden treffen und wenn etwas schriftlich vorher festgelegt ist, haben die Ärzte und die Betreuer oder wer auch immer eine bessere Handhabe. Ja, und ich werde das auch sowieso machen für mich jetzt selber. Ich habe noch eine schwere Operation vor mir. Ja. Die linke Schulter, da sind Sehnen abgerissen. Das Gelenk ist durch Osteoporose, Arthrose, alles kaputt. So, jetzt kann ich dir nur sagen, dass du vielleicht nochmal mit der Betreuerin intensiv reden sollst. Gerne, und auch mit dem Amtsrichter, der für ihn zuständig ist. Mehr kannst du nicht machen. Ja, das werde ich auch tun. Und vielen Dank. Und ich muss dir ehrlich sagen, deine Oberhemden gefallen mir sehr gut. Ich bin nämlich gelernte Wäscheschneiderin. Oh, dann sagt das eine Fachfrau. Ja. Christa. Ich habe für meinen Vater vor über 50 Jahren habe ich ein Oberhemd genäht mit doppelten Manschetten und allen Schnickschnack mit Handklopflöchern. Mensch, guck mal. Damals schon. Ja, 1969. So, jetzt hoffen wir, dass es eine Entwicklung gibt, die gut für deinen Mann ist. Ich will es mal so ausdrücken. Ja. Und du für dich persönlich sorgst vor. Ja, das mache ich sowieso. Alles Gute wünsche ich dir, Christa.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Könnte ich noch ein Autogramm kriegen? Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Du legst jetzt bitte auf. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Jetzt haben wir Carmen. Hallo? Stimmt das? Hallo? Stimmt das, Carmen? Ja, genau. Und Carmen ist 21 Jahre alt? Ja. Um was geht's? Ja, es geht einmal um mein kleines Kind. Wie alt ist denn dein kleines Kind? Er ist jetzt 2 Jahre und 3 Monate. Ja. Ungefähr jetzt. Und was ist? Er ist halt in einer Pflegefamilie und ja, ich weiß halt nicht, wie ich eine Chance habe, den Kleinen mal zu sehen oder wie ich das machen kann, dass ich den vielleicht auch mal zu mir bekommen kann. Warum ist er denn überhaupt in der Pflegefamilie? Ja, weil das Jugendamt meinte, weil ich mit meinem Ex zusammen war und das Jugendamt meinte, dass ich halt mein Kind schlagen würde, wenn es da ist, weil mein Ex halt ziemlich gewalttätig war. Weil dein Ex gewalttätig war, hat das Jugendamt vermutet, dass du das Kind schlägst? Ja, genau. Diese Vermutung fällt ja nicht vom Himmel. Wie kam die denn zustande? Ja, weil halt mein Ex mich geschlagen hat. Aber warum schließt man dann daraus, dass du dein Kind dann schlägst? Ja, keine Ahnung. Manche Jugendämter sind halt so. Aber es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt gegeben haben. So von nichts agieren die Jugendämter doch nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Wie ist das Jugendamt denn überhaupt auf dich und euch aufmerksam geworden? Durch meine gesetzliche Betreuerin. Ah, also da gibt es eine gesetzliche Betreuerin und die hat irgendwas gesehen und das beim Jugendamt gemeldet. Ja, genau, die hat gesehen halt, dass mein Ex mich geschlagen hat. Die hat gesehen, dass mein Ex auch Drogen zu sich genommen hat, was ich auch nicht wirklich wusste. Was ich erst wusste, wo ich dann halt vom Jugendamt mit einem Krankenwagen in der LWL eingewiesen wurde. Ja, hast du denn auch Drogen genommen? Nein. Nein. Dieser, habe ich das gerade richtig verstanden, dieser Ex, über den wir sprechen, das ist auch der Vater des Kindes? Nein, das ist nicht der Vater. Das ist nicht der Vater. Ich habe mich von dem Vater getrennt, weil er halt nie Zeit hatte für mich, weil er auch ziemlich viel Alkohol getrunken hat. Und dann bin ich halt dann wieder an einen Menschen gekommen, der mich halt, Der halt auch nicht so gut war für die Beziehung. Wie lange war das Kind denn, nachdem es geboren worden war, bei dir? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Aber das heißt ja, da ist höchste Gefahrenstufe, wenn das Jugendamt quasi das Kind aus dem Krankenhaus abholt. Ja, also ich durfte den Kleinen einmal sehen, ich durfte ihn streicheln, ich durfte ihn halt... Entschuldigung, das ist mein Freund, der macht gerade wieder Stress. Mhm. Ist das der, über den wir gerade gesprochen haben? Nein, das ist mein neuer Freund. Okay. So, jetzt ist das Kind seit 2 Jahren in einer Pflegefamilie. Genau. Du weißt du, wo der Kleine sich aufhält, wo das ist? Nein. Und du möchtest jetzt gerne mal Kontakt haben und ihn sehen? Ja, das würde ich sehr, sehr gerne. Hast du denn mit dem Jugendamt mal gesprochen und diesen Wunsch geäußert? Ich habe mit meiner gesetzlichen Betreuerin gesprochen und ich habe ihr auch gesagt, dass ich den Kleinen gerne wiedersehen möchte, dass ich ihm auch zeigen will, dass die Mama für ihn da ist. Aber meine gesetzliche Betreuerin macht auch nichts. Warum hast du eigentlich mit 21 Jahren eine gesetzliche Betreuerin? Weil meine leibliche Mutter früher halt auch... Drogen in der Schwangerschaft genommen habe, wo ich in ihrem Bauch war und ich halt auch eine Schwerbehinderung habe. Was für eine Behinderung hast du? Also, dass ich psychisch krank bin. Also, okay. Aber ich habe das soweit unter der Kontrolle. Mhm. Ich kriege auch Tabletten dafür. Mhm. Nur halt das Problem ist, dass ich halt nicht weiß, wie soll ich jetzt bei manchen Sachen reagieren, wie mache ich das. Mhm. Ich bin gerade einen Schritt weiter gekommen. Ich habe jetzt mit meinem Freund zusammen eine eigene Wohnung. Kannst du arbeiten gehen? Ja, das schon, aber ich habe halt noch keine Arbeit, weil ich halt früher in ein Haus gewohnt
gewohnt habe, wo auch Drogen-Junkies waren, wo Alkoholiker-Frauen waren. Und ich musste da halt gucken, wie ich da alleine halt allein bin. Und hast du denn was gelernt? Nee. Nee. Was würdest du denn gerne arbeiten? Also am liebsten würde ich gerne halt in einer Werkstatt arbeiten, wo halt gleichgestellte Menschen sind wie ich. Mhm. Also halt auch die Probleme haben. Verstehe, sowas gibt es ja auch. Mhm. Ja. Was wolltest du gerade sagen? Die Schule habe ich. Hast du? Die Schule habe ich halt abgebrochen, als ich gemerkt habe, ich bin schwanger. Mhm. Weil ich konnte nicht mehr weitermachen, als ich schwanger war, weil da war ich schon im 5. Monat. Mhm. Da warst du aber auch schon ziemlich alt. Auf was für eine Schule warst du da? Ich war auf der Papst-Johannes-Schule. Das ist so gesagt eine Schule, die auch für lernbehinderte Menschen... Ah, ich verstehe. Okay, da ist das dann, dass man da auch ein bisschen später hinkommt, wenn man älter ist. Kam, was hast du denn für ein Verhältnis zu deiner gesetzlichen Betreuerin? Was ist das für ein Verhältnis zwischen euch beiden? Also zwischen uns beiden ist also sehr ein gutes Verhältnis. Wir sehen uns zwar nicht regelmäßig, aber wir sehen uns halt schon zwischendurch mal. Und also du hast Vertrauen zu dieser Person? Ja, sehr sogar. Mhm. Dann ist sie ja wirklich die beste Ansprechpartnerin für dein Problem. Ich habe schon oft sie angesprochen darauf. Jetzt letzte Mal habe ich sie auch darauf angesprochen. Und ich habe irgendwie so langsam das Gefühl, dass sie mehr für andere Klienten da ist als für mich, so gesagt. Weil ich habe halt schon einen Brief ans Jugendamt geschrieben, wegen den Kleinen. Da kommt halt nichts über und ich kriege auch keinen Anruf vom Jugendamt, ich kriege nichts. Ich weiß einfach es nicht. Kann ja, es kann ja vielleicht sein, dass sie das nicht für richtig hält, dass du Kontakt aufnimmst zu dem Kind. Vielleicht ist es für das Kind auch gar nicht so gut, wenn da jetzt mal ab und zu mal seine Mutter auftaucht und dann wieder weg ist. Vielleicht steckt da auch eine gute Begründung hinter, dass man den Kleinen erstmal ein bisschen in Ruhe lässt. Ja, also ein Jahr lang habe ich ihn ja gesehen. Mhm. Und dann bin ich halt wieder ein bisschen kränker geworden, hatte halt wieder starke Psychose. Und dann habe ich das vielleicht berücksichtigen. Ich wollte, dass das übers Kind überträgt wird. Genau. Vielleicht hat man davor Angst, dass. Also vielleicht hält man dich noch nicht für stabil genug und lass dir das doch mal richtig begründen von deiner Betreuerin, wenn du Vertrauen zu ihr hast. Vielleicht ist das ja für dich dann auch einsichtig, dass es vielleicht noch nicht geht. Ja, aber das Problem ist ja auch, dass ich damit nicht klarkomme, dass ich den Kleinen nicht sehe. Weil das macht mich noch einen Punkt wieder tiefer zum Boden. Mhm, verstehe. Bist du denn auch noch im Moment in irgendeiner therapeutischen Behandlung? Nee. Aber das warst du mal, ne? Ja, das war ich mal, aber im Moment nicht. Ich mache einen Vorschlag, Carmen. Ich habe ja hier im Hintergrund immer einen Diplompsychologen. Mhm. Heute auch, das ist die Sabine. Ja. Und sie soll sich den Fall mal genauer anhören. Und sie weiß ganz gut Bescheid, wie man sich da auch mit Jugendamt und so weiter verhält und was da zu machen ist. Ich schlage vor, dass du mit ihr jetzt weitersprichst. Denn wir beide kommen, glaube ich, da nicht weiter. Da muss man jetzt mal ins Detail gehen. Okay. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Sabine gleich zurückgerufen, okay? Ja, okay, alles klar. Danke, Domian. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Carmen. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.33 Uhr. Unser Thema morgen heißt: Nichts ist mehr, wie es war. Und ich möchte mit Leuten sprechen, deren Leben durch ein bestimmtes Ereignis, vielleicht ein dramatisches oder ein schwerwiegendes Ereignis, eine grundlegende Wende genommen hat. So ein Ereignis kann zum Beispiel sein, ein Verbrechen, ein Unfall, ein sexuelles Erlebnis, eine Krankheit, ein Todesfall, ein Lottogewinn oder vielleicht auch ein tiefes religiöses Erlebnis. Gab es in eurem Leben einen Vorfall, von dem ihr gesagt habt, nichts ist mehr, wie es war, seitdem das vorgefallen ist?
Wenn ihr gerne mit mir über ein solches Ereignis, über einen solchen Vorfall sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an unter unserer bekannten Telefonnummer oder auch während der Sendung. Nichts ist mehr, wie es war. Wer sagt das von euch? Wer hat etwas Dramatisches erlebt und ihr sagt, seitdem ist mein ganzes Leben anders? Es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Leben, das ich früher geführt habe. Das ist unser Thema morgen. Und jetzt geht es weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Silvio. Silvio ist 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ich rufe an, wegen dem Thema Lebensmittel. Ja. Wollte aber noch mal was kurz sagen dazu der Frau, die den armen Mann da ins Heim hat bringen lassen. Ich finde das also, wie gesagt, das ist also nicht so in Ordnung. Und man sollte auch bedenken, dass die Frau auch mal älter wird und dass sie dann vielleicht auch damit zu rechnen hat, dass es dann eines Tages auch mal ähnlich gehen wird. Ne? Finde ich guter Hinweis, dass du es so sagst, und das ist eine Meinungsäußerung zur Christa von vorhin. Naja, eben, ich denke mir eben halt mal, irgendwann wird auch mal jeder eben halt ernten, um was er vorher ausgesät hat. Ne? Und das heißt ja auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, und ich finde es einfach traurig, wenn der Mann, wie gesagt, in so jungen Jahren in ein Heim kommt, was 20 Kilometer entfernt ist, und dass man da jahrelang eben halt sich nicht auf den Weg machen kann. Mm. Und ich vermute eben halt mal, dass man eben halt dann will, um die hohen Heimkosten zu sparen, weil die Heimkosten liegen ja auch zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Monat, und die Kasse zahlt auch nur 1.000 Euro, dass sie da eben halt einen hohen Eigenanteil zu zahlen haben und dass da in erster Linie eben halt nur ums Geld geht. Ne? Okay, das ist deine Vermutung. Die ist hiermit kundgetan. Aber du hast eben wegen des Themas Lebensmittel angerufen. Richtig. Ich arbeite also ehrenamtlich für die Tafel. Mhm. Und ich habe also festgestellt, dass es immer mehr Leute werden, die bedürftig sind. Wo arbeitest du in welcher Stadt für die Tafel? In Hamburg. In Hamburg, ah ja. Richtig. Und da in Hamburg alleine, das sind 15 Fahrzeuge, die dann also jeden Tag so zwischen 80 und 100 Tonnen an Lebensmittel ausfahren. Woher bekommt ihr die Lebensmittel? Die Lebensmittel werden eben halt gespendet, eben halt von Supermärkten oder eben halt, wenn in Hamburg, sagen wir mal, jetzt Partys sind oder Events von großen Firmen, Kongresse und so, dann werden die eben halt statt eben halt entsorgt, werden die dann eben halt was übrig bleibt. Abgeholt. Und dann werden die verteilen. Ja, das, was die Supermärkte euch schenken, sind das abgelaufene Lebensmittel? Also man soll davon ausgehen, dass also Lebensmittel eigentlich länger haltbar sind, als draufsteht. Das heißt also, eine Konservendose, die luftig verpackt ist, da kann man auch noch 3-4 Jahre später uns von leben, ohne dass man irgendwie krank wird, und eben halt Sachen, die jetzt mal so Milchprodukte, die halten immer mal 1-2 Wochen, halten die länger, und die meisten Supermärkte geben die Ware ja auch schon vorher ab. Das heißt also, man kriegt auch Ware, die normalerweise noch 10 Tage erhaltbar ist. Ah ja, ne? Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, das höre ich jetzt daraus, dass da ordentliche Ware ankommt zum Verteilen. Da kommt ordentliche Ware. Also man muss aber auch davon ausgehen, dass in Deutschland alleine jeden Monat, wie gesagt, 6 Millionen Tonnen Lebensmittel eben halt vernichtet werden. Bitte? Vernichtet werden. Ja, die werden nicht vernichtet, aber die werden eben halt, die werden verkauft daher dann teilweise an Biogasanlagen. Ach so, sowas. Dann landen auch viele Lebensmittel, landen dann auch da bei irgendwelchen dubiosen Quellen. Da war ja auch gestern ein Bericht im Fernsehen, eben halt, dass Großküchen auch aufkaufen, also Ware, die dann eben halt nur noch 2-3 Tage haltbar ist, die wird dann eben halt umetikettiert, und dann wird die eingefroren. Und dann wird die dann eben halt auch verkauft um halben Preis. Ne? Verstehe. So, jetzt bist du ehrenamtlich bei einer Tafel in Hamburg tätig, was ich eine sehr gute Sache finde. Und ich habe da großen Respekt vor den Leuten, die da arbeiten, somit auch vor dir, Silvio. Erzähl uns doch mal, was für Menschen zur Tafel kommen und sich also da Lebensmittel dann, die kriegen die Lebensmittel dann ja umsonst, ne? So ist es doch gedacht. Richtig, aber es gibt aber auch, wie gesagt, verschiedene. Die Tafel ist ja nur, also in Hamburg ist das eine Stelle,
die eben halt die Lebensmittel einsammelt und die dann eben halt verteilt an andere Stellen, beispielsweise an Kirchen, die eine Ausgabestelle haben. Das heißt, in Hamburg gibt es 200 Ausgabestellen und bei diesen Ausgabestellen sind dann eben halt Leute, die dann eben halt die Ware abholen. Bist du denn bei so einer Ausgabestelle tätig? Nein, also ich tue die Ware abholen. Also, aber du kennst wahrscheinlich auch die Abholstellen, was da so passiert. Welche Leute kommen denn da hin und holen sich da Lebensmittel ab? Das ist auch immer ganz verschieden. Es gibt also sehr viele Leute, die da eben halt hinkommen, weil sie eben halt wenig Geld haben. Es gibt aber auch Leute, die haben viel Geld. Also es gibt Ausgabestellen, die eben halt an jeden geben. Und dann gibt es eben halt Ausgabestellen, dann müssen die Leute nachweisen. Das heißt, genau, das wollte ich gerade fragen. Wie beweist man das, dass man wenig Geld hat? Ja, also es gibt Ausgabestellen, da muss man eben halt einen Hartz-IV-Bescheid oder einen Rentenbescheid mitbringen, dass man eben halt im Monat wirklich nur diese 400 Euro Existenzminimum hat zum Leben. Mhm. Und dann gibt es eben halt Ausgabestellen, die geben eben halt an jeden ab. Ne? Warum machen die das? Bitte? Warum machen die das? Was machen die? Na, warum geben die es an jeden ab? Da kann doch viel Betrug passieren. Da ist ja auch viel Betrug und da, wo eben halt nicht kontrolliert wird, da kommen ja auch Leute, die fahren in einen großen Mercedes und holen sich dann ihre Lebensmittel. Ja, eben halt, aber deshalb meine Frage nochmal, warum gibt man diesen Leuten das, warum kontrolliert man das nicht? Ja, weil es eben halt Ausgabestellen gibt, wo eben halt so viele Leute kommen, dass man das gar nicht kontrollieren kann. Also man kann ja davon ausgehen, es gibt Ausgabestellen, da stehen 200 Leute an. Ach so. Und es gibt Stellen, man wird es gar nicht schaffen. Wie geht das denn? Geht man da hin und sagt, ich will das und das und das und das? Kann man sagen, wie viel man will und das kriegt man alles? Oder ist das reglementiert? Das ist auch von jeder Stelle eben halt verschieden. Es gibt Stellen, die packen dann den Leuten dann eben halt eine Tüte und es gibt eben halt Stellen, die haben dann die Ware dann praktisch in Regale liegen und dann kommen die Leute da eben halt rein und dann sagen die, ich will davon was haben und dann kriegen die das eben halt. Ne? Hoffen wir mal, dass nicht viel Betrug stattfindet und hoffen wir mal, dass wirklich hauptsächlich bedürftige Menschen dorthin kommen. Man kann es von vornherein sowieso nicht, kontrollieren. Genau, so hast du es ja gerade auch erklärt. Wie ist denn die Altersstruktur? Überwiegend sind es eben halt Leute, muss ich feststellen, dass da eben halt Leute sind, so im Alter so jenseits der 30. Ja, das ist ja noch jung. Also das heißt zwischen 30 und 80 Jahren. Aber das kommt immer darauf an, was es eben halt für eine Ausgabestelle ist. Ne? Es gibt ja auch Ausgabestellen, so Seniorentreffs oder so alten Tagesstätten eben halt. Mhm. Aber es gibt aber auch in Hamburg Ausgabestellen, so Jugendtreffs sind, da wo die dann eben kochen mit den Jugendlichen und so. Ne? Wie lange machst du das schon, Silvio? Das mache ich also jetzt fast 20 Jahre. Ach, ja, du, dann bist ja wirklich ein Fachmann in diesem Bereich. Wie ist dein Eindruck? Wie hat sich die Bedürftigkeit entwickelt in den letzten 20 Jahren? Also ich denke mir mal, also die Leute werden anspruchsvoller, also wählerischer. Es gibt viele Leute, die dann eben halt auch gar nicht bestimmte Sachen gar nicht haben wollen. Mhm. Oder eben halt auch Leute, die dann Sachen bekommen und die dann die Sachen dann eben halt an andere Leute weitergeben oder dann auch wegwerfen. Mhm. Aber es ist eben halt immer verschieden. Es kommt immer darauf an, was es eben halt für eine Ausgabestelle ist. Also da du bemängelst quasi eine gewisse Dankbarkeit. Ja, es kommt eben halt, wie gesagt, was es für eine Ausgabestelle ist. Also Ausgabestellen, da haben die dann in irgendein Gemeinschaftshaus oder so ein Stadtteiltreff eben halt, das sind da 10, 12 Leute, die eben halt dann auch da wieder ehrenamtlich machen und die Ware austeilen. Da sind natürlich auch Leute dabei, die sich dann die besten Sachen selber mit nach Hause nehmen. Aber meine Frage zielt auch noch in eine andere Richtung. Werden es mehr Bedürftige? Es werden viel mehr. Es gibt ja schon, wie gesagt, Ausgabestellen, die gar keine Leute mehr aufnehmen können. Mhm. Oder wenn jetzt eine Ausgabestelle kommt und wo da 200 Leute sind, dann gibt es auch mal Tage, da wo dann jeder auch nur 2, 3 Teile bekommt. Ne? Also Silvio, ich finde das eine tolle Sache, die du da machst. Ich hoffe, dass ihr
dass man das mehr respektiert und dass die Leute sich auch dafür bedanken und vor allen Dingen, dass da keine Betrüger oder wenig Betrüger auftauchen. Ja, aber das kann man ja nicht ausschließen. Kann man ja auch nicht weiß, du hast es ja gerade erklärt. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir und deinen Mitarbeitern alles Gute und schöne Grüße nach Hamburg. Ja, dir auch, du mir. Und dann alles Gute, tschüss. Dankeschön, tschüss Silvio, ciao. Der Silvio aus Hamburg. Hier ist Kevin, 21, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Kevin. Ja, ja. Über was reden wir? Ja, es geht um Prostitution und Drogensucht. Betrifft dich das? Ja. Das heißt, du gehst auf den Strich und nimmst Drogen? Ja, nicht auf den Strich. Also ich empfange meine Kunden zu Hause bei mir. Also naja, okay. Gehen ist das nicht. Nee, ich meine es aber so im übertragenen Sinne. Ja, im übertragenen Sinne, ja. Seit wann arbeitest du schon als männliche Prostituierte? Ich arbeite, seit ich 14 bin. Seit 14? So lange schon? Ja, ich bin mit 9 ins Heim gekommen und mit 14 habe ich angefangen. Ich weiß selber nicht, wie das angefangen hat. Das hat auch angefangen, als ich angefangen habe mit meiner Drogensucht damals. Wo hast du dich denn als 14-Jähriger angeboten? Das war damals am Bahnhof halt so. Der Klassiker. Ja, da wurde ich halt von anderen Leuten halt Pädophilen hingebracht. Also ich wurde auf Deutsch gesagt verkauft damals. Mhm. Das ist ja schon eine schlimme Vergangenheit, die du hinter dir hast. Ja, die Leute aber sitzen auch schon hinter, also die sitzen hinter Gittern, das weiß ich. Und dann bist du quasi da so reingerutscht und bist nie wieder rausgekommen aus diesem Milieu. Ja, kann man so sagen. Und ich bin halt vor ein paar Wochen halt zur Drogenberatung gegangen und habe mit einer Drogenberatungsstelle darüber geredet und habe gesagt, ich möchte gerne Therapie. Und die sagen mir, das dauert 5 bis 6 Wochen und das dauert mir jetzt einfach zu lange. Welche Drogen nimmst du denn? Ja, zwar eine leichte Droge, aber Cannabis halt täglich. Mhm. Morgens, mittags, abends halt. Mhm. Und 5 bis 6 halt Wochen? Ich bin halt Hartz-IV-Empfänger und deswegen muss ich mich halt prostituieren, um meine Drogen halt zu kriegen auf Deutsch. Und 5 bis 6 Wochen ist dir zu lange zu warten? Ja, bis warum? Die Therapie kommt. Ja, so lange dauert das halt mit dem Antrag, sagen die. Ich finde 5 bis 6 Wochen noch relativ okay. Ich hatte jetzt gerade gedacht, du sagst 5 bis 6 Monate. Nee, 5 bis 6 Wochen dauert das. Ich meine, jetzt, wie lange nimmst du schon Drogen? Ich nehme seit ich 14 bin. So. Also wirklich dann so lange schon? Ja. Warum jetzt die Ungeduld, nicht mehr 5 bis 6 Wochen zu warten? Ja, weil ich einfach schon mal clean gewesen bin und ich merke, dass ich dadurch halt nicht mehr auf der Arbeit bin. Meine Maßnahme war schon seit einer Woche nicht mehr mit eigentlich. Ich gehe gar nicht mehr dahin, weil ich einfach faul geworden bin durch die Kifferei. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was für eine Maßnahme? Ja, ich habe so eine Maßnahme vom Arbeitsamt halt, da gehe ich halt arbeiten. Mhm. Mhm. Bei der Diakonie halt. Ja, das heißt, du hast keinen Schulabschluss? Nee, ich habe keinen Schulabschluss. Und auch nichts gelernt? Nee, ich habe nichts gelernt, auch nichts gelernt. Wie viel Männer empfängst du denn pro Tag? Also bei mir, also wenn es geht eigentlich so, gucke ich, dass ich am Tag halt meine 50 Euro habe. Die reichen dann halt für 2 Tage. Mhm. Weil ich brauche am Tag halt 20 Euro Stoff halt und 10 Euro sind dann immer für Essen, so, also 40 Euro für 2 Tage Stoff und 10 Euro immer für Essen, auf Deutsch gesagt. Okay, Kevin, jetzt muss ich dich nochmal fragen, weil ich das gerade akustisch nicht richtig kapiert habe. Ich habe dich gefragt, warum jetzt die Ungeduld? Und dann hast du mir das von der Maßnahme erklärt. Erklär mir das nochmal genauer. Warum kannst du jetzt die 5 Wochen nicht noch warten, wo du so viele Jahre jetzt Drogen genommen hast? Ja, weil ich halt auf Bewährung bin, schon seit 5. Mai. Und ich halt nicht mit dem Zeug erwischt werden will, solange bis ich halt warten muss, bis ich in Therapie bin. Verstehe. Ich will halt meine Bewährung nicht verlieren. Das heißt, dir wäre am liebsten, wenn du sofort in die Klinik kämst? Ja. Ist das der erste Versuch, davon loszukommen? Nein, ich habe 2 Versuche gemacht. Einen habe ich 9 Tage durchgehalten und einen habe ich 14 Tage durchgehalten, war auch an Karfreitag bis Ostermontag beim Mädchen. Für die habe ich das auch damals gemacht. Wo warst du? Bei? Bei einem Mädchen. Bei einem Mädchen. Ich bin von Düsseldorf damals nach Dresden geflogen. Mhm. Und hab die da kennengelernt halt. Ja, und die hat mich auf Deutsch gesagt, verarscht du. Und hat mir halt die große Liebe vorgespielt. Das heißt, du bist gar nicht schwul?
Nee, ich bin selber nicht schwul, nein. Aber du bedienst Männer? Ja, leider. Wie funktioniert das, wenn man Männer gar nicht irgendwie sexuell anziehend findet? Wie funktioniert das? Naja, es gibt halt seine gewissen Tricks. Man wartet halt so ein paar Tage vielleicht einfach, dass man geil genug ist, oder man macht sich einen Film rein halt. Mhm. Ja. Ich meine, das ist ja sowieso schon sehr schwierig, als Prostituierter oder Prostituierte zu arbeiten. Ja, aber und dann noch als Heterosexueller. Das verstehen auch viele von meinen Freunden. Also ein Nachbar von mir weiß das, der versteht mich nicht, warum ich das mache. Versteht den nicht. Der ist selber schwul und versteht das nicht. Ekelst du dich manchmal? Also ich habe mich damals geekelt, heute nicht mehr, weil ich das halt so auf Deutsch gesagt habe, verschließe. Ich habe eine Schachtel im Kopf, wo ich da reintue und einfach verschließe, auf Deutsch gesagt. Und du spulst es so professionell ab und lässt es gar nicht an dich rankommen? Ja, genau. Mhm. Hast du noch Verwandte? Ja, meine Mutter und mein Dad, aber da ist so wenig Kontakt. Wissen die, was du machst? Also meine Mutter weiß das, ja. Was sagt die? Ja, interessiert die eigentlich gar nicht so. Achso, das ist also kein guter, kein enger, kein liebevoller Bezug. Ja, die hat gesagt, die finde ich nicht gut, was ich da mache, aber die sagt, du bist alt genug und musst selber entscheiden, was du machst. Halt, ja. Sind die denn, was machen die denn so in ihrem Leben? Sind die... Führen die ein normales Leben? Naja, eigentlich normal würde ich das nicht nennen. Was machen die denn? Ja, meine Mutter ist im Moment arbeitslos. Sie hat Depressionen und wurde ein Jahr vom Arbeitsamt freigestellt. Ja. Haben die auch mit Drogen mal zu tun gehabt? Ja, meine Mutter war drogenabhängig vor 10 Jahren. Die ist aber seit 10 Jahren clean. Nochmal zu deiner Kundschaft. Was sind das für Männer, die zu dir kommen? Es ist sehr unterschiedlich. Also meine Kundschaft geht von einem, kann auch mein Alter sein, also kann schon ab 20 losgehen, bis halt 90 kann das gehen. Also auch ganz alte Männer kommen zu dir? Ja, ja. Ist das dann nicht besonders schwierig für dich? Normal, das kostet mich dann in dem Moment mehr an, als wenn ich mit einem jüngeren Typen das mache. Sind das ausschließlich schwule Männer, die zu dir kommen? Ja, auch manche sind sogar verheiratet, manche sind bi, also... Also auch bisexuelle und nach außen heterosexuell lebende Männer? Ja, gibt's, ja. Was nimmst du von denen für einmal Sex? Ja, für einmal Sex halt so, ja, um die 50 Euro rein. Mhm. Also kann auch teurer sein, halt bis jeder 50 bis 300 Euro kann halt gehen, halt auf Deutsch. Und was kostet 300 Euro? Hallo? Jetzt ist schon wieder unsere Leitung weggebrochen. Wir haben in der Tat im Moment etwas technische Probleme. Sollte Kevin mich jetzt noch hören, lieber Kevin, wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück. Und das heißt, meine Psychologin ruft dich nochmal zurück, weil ich glaube, dass es schon noch Mittel und Wege gibt, dass du sofort in eine Klinik kommst, wenn das jetzt so nötig ist und du das auch unbedingt willst. Und wie du es begründet hast, war es ja auch schlüssig. Also leg bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du da rauskommst. Ich wollte eigentlich mit dir jetzt noch darüber reden, was für Perspektiven du hast und wohin du dich träumst, was irgendwann mal werden soll. Eine Ausbildung wäre nicht schlecht, du bist noch ein junger Typ. Wenn du das schaffst, einigermaßen wieder auf den Boden zu kommen, von den Drogen weg zu sein. Aber es ist ein langer Weg und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute dafür. Weiter geht's mit Florian, und Florian ist 57. Guten Morgen, Florian. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Florian. Dir erstmal alles Gute. Dankeschön. So, Mitte der Woche. Und natürlich auch den Anrufenden, denen soll es auch gut gehen. Vielen Dank. Du hast eine sehr, sehr prägnante, tiefe Stimme. Oh, dankeschön. Ja. Fällt mir sofort auf. Ah ja. Sehr nett von dir. Vielen Dank für deine guten Wünsche. Doch, das kann man jedem wünschen. Ja, das ist ja richtig. Da hast du. Und dann geht es oftmals durch den Tag ja doch mit schönen Gedanken vielleicht etwas leichter. Das stimmt, das stimmt. Was ist denn dein Thema, Florian? Ja, eigentlich, während du den morgigen Tag angeschnitten hattest, kam mir der Gedanke, morgen hätte es eigentlich viel besser gepasst. Aber jetzt bin ich ja da. Jetzt bist du da. Und jetzt bin ich in der Leitung. Morgen heißt das Thema, nichts ist mehr, wie es war. Genau so ist es, ja, richtig. Und das ist auch das Thema, welches
mich beschäftigt, dadurch, dass vor etwa 7 Jahren ich Hautkrebs, diesen malignen Melanom bekam. Ja, schwarzen Hautkrebs. Genau. Mhm. Und auch sehr klar die Prognose genannt wurde. Wie ist es dir aufgefallen? Mir ist es aufgefallen, dass man einfach veränderte Muttermale, die ganz normal wie Muttermale aussahen, mhm, und die einfach beobachtete. Das ist eigentlich so, das lernte man ja schon in der Schule oder während der Uni, dass man einfach dort aufmerksam gemacht wurde. Einfach ein bisschen Selbstkontrolle. Also dann hattest du gesehen, dass die Muttermale sich verändert haben und bist zum Arzt gegangen. Und genau, und dann so verschiedene Kliniken, dann wurde gesagt, ach nö, ist nichts Besonderes. Oder warten Sie mal ab, das ist nichts. Und irgendwann wurde es aber dann doch so dargestellt, ja, sie sind zu spät eigentlich gekommen. Ach du je, ach du je. Und der Behandelnde, der Erstbehandelnde, da ist eine Ärztepraxis gewesen, und die sagten, gaben auch sehr großen Mut und sagten, wir helfen Ihnen dann mit, weil so eine Kollegen können wir in unserer Branche nicht gebrauchen. Also, das heißt, man hat das zu spät diagnostiziert. Ja, zu spät. Und da ist ein Arzt schuld dran. Es war eine junge Ärztin, ich denke sogar noch, in der, dass die noch während ihrer Ausbildung war. Und das war in der Klinik? In der Uniklinik, und die hat, in der Uniklinik sogar, und die hat zu dir gesagt, ach, es ist nichts Schlimmes. Ja, ja, ich war mit meinen Kindern dort, eben weil die auch sehr viele Pigmentveränderungen hatten. Und dann bist du, nachdem die gesagt hat, es ist nichts Schlimmes, bist du nach Hause gegangen. Ja, ja, genau. Aber dann wurde es noch weiter schlimm. Die Kinder wurden angeguckt und ich wurde dann, ich wollte auch meine vorzeigen. Und da sagte sie, nee, das bekommen wir nicht bezahlt. Also wir haben jetzt schon die Kinder untersucht und ja. Aber die hatte dich doch einmal gesehen und hat sie gesagt, das ist nicht schlimm. So habe ich es verstanden. Ja, ganz korrekt, genau. Okay, wie viel Zeit ist dann vergangen von dieser Entwarnung, bis du dann wieder zu einem Arzt gegangen bist? Das war vielleicht ein Jahr später. Ein Jahr, gut. Ein Jahr ist natürlich in der Medizin, in der Krebsentwicklung sehr lang. Hattest du das gesehen? Nee, das war auch, dass die Kinder eben, dass man die Kinder vorstellig wurde. Ach, du bist dann ein Jahr später wieder mit deinen Kindern irgendwo hingegangen. Genau. Und hast gesagt, ach, gucken Sie mich doch auch mal an. Und nee, da fragte denn der Prof, fragte, darf ich sie mir auch mal angucken? Ah, so war das. Weil die könnten ja familiäre Zusammenhänge da bestehen. Mhm. Und und dann sah er das, holte seine Kollegin dazu und dann. Okay, wir verkürzen uns jetzt mal. Unumgänglich auch dann gleich die Prognose gesagt. Vor 7 Jahren. Ja, ja. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr, Florian. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen es kompakt jetzt mal erzählen. Ja. So, vor 7 Jahren ist dann diagnostiziert worden, schwerer Hautkrebs, schwarzer Hautkrebs. Genau. Wie geht es dir heute? Der schwarze Hautkrebs oder die anderen sind entfernt worden. Man lebt ja noch. Aber es hat sich so viel verändert. Das ganze Leben hat sich verändert. Hat der Krebs in andere Organe gestreut? Ja. Ich bekam danach auch den Brustkrebs. Das gibt es bei Männern übrigens auch, um das mal nebenher zu sagen. Gesagt, und dann auch Darmkrebs. Mhm. Und so geht es einem. Das heißt, du bist ein multipl erkrankter Krebspatient. Ja, ja, genau. Der noch lebt. Der noch lebt, nach 7 Jahren noch lebt. Wie ist denn der Stand der Dinge aktuell, was die Krebsentwicklung betrifft? Also ich habe sehr, sehr häufig festgestellt, dass budgetiert wurde, dass wenn man denn zu ganz gewöhnlichen Ärzten ging, gewöhnlich nicht sagen wir mal die Hausbetreuung und so weiter machen, und dass da oftmals budgetiert, auch ganz ehrlich und offen gesagt wird, da sind wir nicht die Richtigen, gehen Sie doch zu unseren Kollegen. Okay, meine Frage war, wie ist dir jetzt, was die Entwicklung der Krebskrankheit anbelangt, wie geht es dir jetzt? Mir geht es nicht gut, weil Rezidive aufgetreten sind und ich allerdings auch keine Nachsorge bisher gemacht habe. Wie viele Chemotherapien hast du schon gemacht? Das waren 8. Mhm. Ich erahne, dass du sehr mürbe bist und das sehr belastet, all die vielen Jahre.
es belastet eigentlich, dass man nicht, das, weißt du schaltest nicht mehr ab. Mhm. Das ist es einfach. Du gehst, siehst irgendetwas, erfreust dich, denkst an die Zeit früher, mhm. wie unbelastet man ging mhm. und man auch mit eigentlich mit guten Gedanken den die Menschen begleiten möchte und tut. Und jetzt hast du den Krebs im Nacken sitzen. ja. Florian, das tut mir wahnsinnig leid. Du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, diese Sendung ist jetzt gerade, ist gleich jetzt vorbei. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich auf jeden Fall gleich nochmal an. Verbleiben wir bitte so. Ja, wenn es. Das machen wir. Leg bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, wenn es dir recht ist. Und irgendwann sind auch die Mitarbeiter müde. Und okay, Florian, wir müssen Schluss machen. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Tschüss. In der Technik, Dennis Altmaier, morgen heißt das Thema Nichts ist mehr, wie es war. Bis morgen. Tschüss.